Servus Leute und herzlich willkommen zum Vlog 101. Ja, für 100 habe ich mir ja überlegt, ich mache einfach nochmal einen Hofrundgang. Der ist noch ein paar Mal gewünscht worden und ja, ich habe den letzten bei 100 Abonnenten gemacht. Und jetzt haben wir 100 Folgen, denke ich, das passt ganz gut. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Kann ich ja jetzt noch nicht sagen, weil der Vlog, der kommt noch nicht. Oder der war noch nicht. Das sehe ich erst später, weil bei mir ist es heute Sonntag. Ja, Samstag habe ich ein bisschen am Bulldog gebaut, habe Spätschicht gemacht hier unten. Habe den ersten Teil Elektrik mal angeklemmt. Hat soweit funktioniert. Hatte aber natürlich wieder mal keine Kamera dabei. Eh klar, typisch. Und heute habe ich hier unten wieder ein wenig weitergemacht. Ich habe es aber extra nicht gefilmt, weil mit der Elektrik, also wie gesagt, da brauche ich sehr viel Ruhe und Zeit und Geduld. Und alles schön langsam, stückchenweise. Bin ja da kein Profi drin. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, was ich hier zusammengeschustert habe. Und dann bin ich gespannt, wie die Kommentare hier ausfallen. Wir haben Batteriekabel verlegt. Heißt, ich kann hier einstöpseln. Ladekontrollleuchte funktioniert. Habe ich angeklemmt. Kabel Ladekontrollleuchte rüber aufs Zündschloss. Und vor Lichtmaschine. Die Lichtmaschine ist offen, weil die lädt nicht. Hat sie vorhin zumindest nicht. Da wollte der Vater noch mal schauen. Lichtmaschine rüber zum Anlasser. Quasi auf die Batterie habe ich auch meinen Strom. Geht hier rein, macht da innen einen Bogen. Kommt hier wieder raus. Geht damit drauf. Vom Anlasser habe ich dann das Kabel einmal plus von der Batterie. Hoppala. Wir sind jetzt runtergefallen. Komisch. Ich habe außerdem hier mein Dauerplus vorne drauf liegen. Das geht aufs Zündschloss mit drauf. Das ist ein rotes Kabel. Das müsste eigentlich hier drüben mit drauf klemmen. Und hier vorne kommt der Erregerstrom auf den Magnetschalter vom Anlasser. Vom Glühstartschalter. Den haben wir hier. Glühstartschalter funktioniert auch. Ziehe ich nicht die erste Stufe raus, fängt er hier schön das Glühen an. Also da haben wir mal Glühüberwache, den guten alten Salzstreuer. Der fängt das Glühen an und die Glühkerzen vorne natürlich auch. Was jetzt ein bisschen nicht so schön ist, aber das hat mein Vater gesagt, ist normal. Hier oben diese Glühwendel, die wird auch heiß. Also ich muss ehrlich sagen, ist mir nie aufgefallen, dass die so heiß wird. Aber er hat gesagt, das ist völlig normal. Die Glühwendeln, das was die da damals zusammengebaut haben, also dieser Vorglühwiderstand, der ist eigentlich bloß drin, dass die Glühkerzen vorne nicht zu viel abkriegen. Ich habe ja Wendelglühkerzen drin. Die dürfen glaube ich bloß 1,7 Volt oder was er gesagt hat. Schlagt mich jetzt nicht, dass ich was Falsches sage, aber er hat es vorhin gesagt. Kann sein, dass ich schon was Falsches gesagt habe. Deswegen muss da Vorglühwiderstand rein und dafür ist der da. Das heißt jetzt, das kommt der Strom vom Glühstartschalter geht über den Glühüberwacher rüber über den Vorglühwiderstand und vom Vorglühwiderstand geht hier ein Kabel vor und es geht hier drauf an die Glühkerze. Und damit ihr nicht zu viel kriegt, soll der das abnehmen, ist dasselbe Material quasi wie die Glühkerzen. Problem ist halt, er hat gesagt, da haben sie damals eigentlich einen riesen Pfusch zusammengeschustert gehabt, aber es hat funktioniert. Die haben quasi eine Glühkerze unter die Motorhaube gebaut. Sprich, wenn du vorglühst, dann wird das Ding auch heiß und er hat auch schon Fahrzeuge gehabt, da hat das Ding selber richtig geglüht. Also da oben, da kannst du, wenn du es lang genug machst, ein Blatt Papier anzünden oder, ich bin ja nicht Raucher, aber ein Raucher könnte theoretisch seine Zigarette da oben anschüren, ginge genauso. Ist mir, wie gesagt, bislang nie aufgefallen, aber er sagt, das war schon immer so, ist ganz normal. Gut, wenn die Motorhaube drauf ist, merkst du es nicht so extrem. Naja, das funktioniert auf alle Fälle, der Anlasser dreht. Das funktioniert auch. Auspuff war schon drauf mit Samtkrümmer. Problem ist, der bläst neben raus. Was machst du da unten? Der klaut schon wieder Kabel. Kabeldieb. Schlimme Sache. Problem ist, der bläst mir hier raus. Da war vorhin hier alles schwarz. Mist. Nächstes Problem, was wir haben. Außengetriebe läuft schon wieder Öl. Das war so eine Schraube. Ja. Ist ja klar, an der Schraube hier unten suppt es raus.
Hat er gesagt, eigentlich müsstest du jetzt den Bulldog vorne machen, müsstest alles sauber verkleben und die Schramm am Schluss dann aber dann kleben. Habe ich gesagt, machen wir vor dem Zusammenbau. Nö. Nö. Naja. Dann hat er was gesagt, wie ich im Startverhalten. Optimal ist es immer noch nicht. Auf dem einen Zylinder bläst er weiß. Der zündet nicht. Braucht eine ganze Zeit lang, bis der überhaupt zündet. Das Problem ist, wir haben neue Kolben und Büchsen reingemacht. Und es gibt nun mal nur die eine Sorte noch. Und die, wo wir da jetzt drinnen haben, die sind einfach so niedrig gebaut. Die hätten eigentlich höher sein müssen, um an Zentimeter oder sowas. Jetzt hat er meine Köpfe schon abgeschliffen oder geplant um 4 Zehntel. Und diese 4 Zehntel haben aber immer noch nicht gereicht, dass ich genug Kompression da drin zusammenbringe. Sprich, der startet jetzt auf dem einen schlechter. Jetzt hat er schon gesagt, jetzt muss er dann hergehen. Jetzt wird er an der Einspritzpumpe dann umstellen, dass derjenige, der quasi nicht so warm ist wie der andere, der muss mehr Sprit kriegen, dass die Startmenge bei dem ein wenig größer ist, dass dann auch leichter durchzieht und dass er einfacher anspringt. Mein Problem ist ja, der Schlepper soll ja als Winterbulldog vor allem laufen. Der soll ja vor allem die Lore mit Mist ziehen bei dem Sauwetter, weil er klein, leicht und wendig ist. Aber Bulldog, der im Winter noch schlechter anspringt wie im Sommer, ist natürlich, ja, ich sag's wie es ist, Kacke. Ja, aus dem Grund muss da was gemacht werden. Ist natürlich Mist, aber sowas merkst halt dann immer erst hinterher. Von alleine wird es nicht besser, also muss man sich dran machen. Ja, hier vorne habe ich dann auch schon weiter gemacht. Mein Kühler ist noch nicht da, denkt euch den jetzt mal, der steckt da auch so schön. Lampenträger ist montiert. Lampenträger ist drauf. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, weil zum Kühler drauf machen ist es schön, wenn man den Kühler ein wenig schräg rein kann. Mit dem Kühler schräg rein kann. Werde ich sehen. Die Hupe ist angeklemmt. Die Scheinwerfer und Standlichter hier vorne sind hier vorne angeklemmt. Das Kabel geht hier runter, geht da unten durch, hier rauf. Mit dem Kabelstrang hier runter, da oben beim Armaturenbrett raus. Und ja, das ist ganz normale siebenadrige Fahrzeugleitung, Anhängerleitung. Da ist es noch nicht angeklemmt. Das ist jetzt der nächste Schritt, hier oben dann am Armaturenbrett mitsamt Sicherungen und allem anklemmen. So wie es jetzt hier ausschaut, das was bislang an Elektrik drinnen ist, war alles ich alleine. Auf Richtigkeit keine Gewähr, aber bislang funktioniert alles. Der Vater hat es auch angeguckt, hat gesagt, es passt soweit auch alles. Also denke ich einmal, so verkehrt wird es nicht gewesen sein. Spätestens beim Sicherungskasten, da ist er doch, wird es allerdings dann ja etwas schwieriger. Wobei ich gesehen habe, jetzt hat er da jetzt zum Beispiel schon eine Brücke drin hier unten, die ich dann brauche, weil aufs eine kommt dann Dauerplus quasi drauf. Oder besser gesagt vom Zündschloss dann ein Plus drauf. Und da hat man mehrere Sicherungen für Ablendlichter, Standlichter, für die Rücklichter, Schlussleuchten quasi. Und die Hupe muss abgesichert werden und und. Aber das kommt dann alles noch. Ich habe ja genug Pläne hier liegen. Ich arbeite ja mit mehreren Plänen. Mit einem alleine, das klappt nicht, weil auf dem einen kannst du schlecht lesen. Auf dem anderen, der hat wieder zu viel Sicherungen drin, die ich gar nicht habe. Egal. Auf alle Fälle, so sieht der aktuelle Stand aus. Das ist schon mal nicht so schlecht, würde ich sagen. Gefällt mir doch schon ganz gut. Hinten den Anhängerbolzen habe ich auch wieder reingesteckt. Das war ja durchs Lackieren, musste ich nicht rausmachen, dass ich schön angekommen bin. Auch wieder alles drin, sitzt wieder fest. Ja, und wie gesagt, vorne rum habe ich angefangen. Armaturenbrett sieht man ja, ist jetzt drin. Ich könnte mal langsam aber sicher das Zündschloss abziehen. Wird nämlich auf Dauer recht warm hier oben. Ist ja klar, sind ja auch bloß kleine Birnchen. Aber so schaut das Ganze aus. Klar, was da noch fehlt, Öldruckleitung, die muss von hier noch davor. Das kommt aber dann auch erst, wenn der Schlepper also komplett verkabelt ist. Weil wenn ich die jetzt schon reinmache, dann ist das Armaturenbrett da vorne starr drin. Dann kriege ich das nicht mehr gescheit bewegt und es wäre jetzt irgendwie hirnrissig, das zu machen. Kommt die erst ganz am Schluss mit. Und dann wird es hier langsam. Ich sage ja, Blinkgeber ist dann noch so ein extra Ding und Warnblinkschalter. Muss auch noch extra angeschlossen werden. Und ja, nach hinten müssen die Kabel noch. Da muss ich erst einmal gucken. Also da vorne, das wird schon recht voll.
sieht ja jetzt schon relativ voll aus. Aber da kommen dann, wie gesagt, auf die Kotflügel jeweils vier Kabel noch dazu. Und dann sollte die Sache langsam gut sein. Was ich öfters gehört habe, man soll eigentlich eine zusätzliche Masse verlegen an die Verbraucher. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Müsste ich noch mehr Kabel ziehen. Klar, wäre natürlich der bessere Weg. Alles wird zurückführen. Aber dann wird mir der Kabelstrang nach vorne so dick, das kriege ich gar nicht richtig unter. Selbst wenn ich vorne einen Sammelpunkt mit irgendeiner Klemme oder was mache, das gefällt mir einfach nicht. Ich habe es jetzt einmal gemacht, wie es original war. Das hat ja bei mir die letzten 20 Jahre funktioniert. Also gehe ich einmal davon aus, es wird auch die nächsten 20 Jahre funktionieren, wenn es sauber gemacht ist. Und dann denke ich mal, dürfte das kein Problem sein. Gut, für heute lasse ich es dann jetzt, also für den Augenblick auf alle Fälle erst einmal gut sein. Ich mache jetzt noch mal eine Stelle. Und dann gibt es Abendessen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und wie gesagt, dass hier einfach einmal wieder ein Schritt weitergeht, weil das muss jetzt einfach einmal sein. Ich wollte mit der Elektrik anfangen. Ob die Lichter und Scheinwerfer und das Zeug jetzt da alles funktioniert oder nicht, sehe ich, wenn ich angeklemmt habe. Und dann schauen wir mal weiter. So Leute, wir haben Montag und ich habe heute meinen Stall ausgemistet hier hinten. Den Pferdestall, die alte Mistmatratze raus. Und da kommt heute wieder komplett frisch rein. Und ja, für alle, die das jetzt nicht sehen wollen, ich versuche dran zu denken, hier unten reinzuschreiben, also hier unten drin reinzuschreiben, wann ihr wieder einschalten könnt. Ich verfahre jetzt mein Mist. Wenn es nicht interessiert, der muss es halt überspringen. Und alle, die es sehen wollen, heute komme ich einem Wunsch nach. Es wollte mal jemand sehen, den IHC ohne Auspuff. Und vor allem wollte das hören. Bitte schön, der Pott ist unten. Der ist ja bloß aufgesteckt. Und es ist ja bloß das Edelstahlrohr, was nach oben rausgeht. Dann fahren wir halt mal ohne, wie ihr haben wollt. Ich hoffe, die Nachbarn, die lünchen mich nicht. Aber werden wir sehen. Viel Spaß.
Wow, ich hoffe, die Soundaufnahmen, die haben einigermaßen geklappt. Ich hoffe, mich frisst jetzt nicht gleich jemand. Wir haben nämlich aktuell dummerweise auch Mittagsruhe. Psst. Ja, bei uns ist es so, von 12 bis 2 ist nochmal Mittagsruhe. Klar, die Landwirtschaft, die hält sich natürlich so gut wie möglich dran, aber ich meine, ich will mit meinem Stall und allem fertig werden. Ich habe Heu zu verfahren, ich habe Stroh zu verfahren, Wasser aufzufüllen, Stall aufzumisten und. Wenn ich jetzt da die Mittagsruhe auch noch einhalte, dann war ich heute nicht fertig und ich bin heute früh schon recht bald raus. Naja, auf alle Fälle, so klingt der IHC ohne Pott. Den stecke ich jetzt dabei wieder auf, nur dass es dann doch Ärger gibt. Ist doch ein bisschen lauter und das Pfeifen ist ein bisschen stärker, sage ich einmal. Ne? Na gut, ja, jetzt werde ich einmal Heu und Stroh auffüllen, dazu nehme ich meinen Radlader. IHC mit Lore lasse ich derweil da stehen. Ich bin noch am überlegen, ob ich den Schweinestall noch mit ausmiste und den Hühnerstall. Eigentlich könnte ich noch ein bisschen warten, es wäre noch nicht so dramatisch. Andererseits denke ich mir, wenn ich es jetzt gleich mitmache, wer weiß, wie das Wetter die nächsten Tage wird. Jetzt fülle ich erstmal Heu und Stroh auf und dann entscheide ich das ganz spontan. Und dann schauen wir mal weiter.
Ja, wie heißt's immer? Man darf schon blöd sein, man muss sich nur zur Hilfe wissen. Naja, andere würden jetzt da dafür einen Ballenspieß nehmen. Ich habe jetzt die Palettengabel genommen. Es ist zwar nicht optimal, klar. Anstechen wäre schöner. Ich habe es gerade probiert, aber da kommst du nicht rein. Die sind einfach zu stramm. Aber wir haben sie ja so rein. Einfach die Gabel breit gemacht und den Ballen quasi draufgelegt. Naja, ganz draufgelegt ist er nicht, aber es funktioniert. Der Lader packt den locker. Geht wunderbar. Das dürfte so ca. 400-450 Kilo Ballen sein. Das ist einer von den größeren. Aber läuft doch. Seit vielen, vielen Jahren das erste Mal wieder, dass ich einen Rundballen habe. Wir hatten ein einziges Mal einen. Ja, den haben wir aber schlecht verfüttern können, schlecht lagern können, deswegen haben wir es eigentlich nicht mehr gemacht. Damals hatten wir aber auch noch keinen Radlader mit Gabel, nichts. Also es war einfach unpraktisch. Ja, jetzt der neue Lader hier, also der neue alte Lader. Der macht es ja ganz locker. Der nimmt den schön auf. Ich habe mir den Ballen jetzt nochmal hierher geschmissen. Also Rundballen bin ich Neuling, sage ich ganz ehrlich. Ich weiß, die sind ja normalerweise aufgewickelt. Und ja, ich werde sie jetzt dann abwickeln, weil im Ganzen kriege ich eine leider hier nicht rein. Also ich baue ja jetzt nicht den Stall um für die 13 Rundballen, die ich habe. Das ist ja Schmarrn. Und nachdem ich eh keine Rundballenpresse habe, das war ja nur Ausnahmefall, werde ich das nicht machen. Also der soll dann hier auf die Seite und da hüben soll wieder Stroh rein. Ja, es geht halt jetzt dann wieder VH von Hand. Irgendwie wird schon laufen. Ich würde sagen, ich schneide jetzt das Ding mal auf, räume das da rein und man sieht sich dann gleich wieder, sobald das Ding einmal an Ort und Stelle ist. So, der Ballen ist drin. Hört mal auf. Ja, den IHC habe ich mittlerweile aufgeräumt. Ich habe vorhin die Schweine unten noch ein bisschen sauber gemacht. Habe jetzt wieder auf die Lore, die steht wieder da. Da mache ich jetzt keinen Stress, da unten, ich habe mir das angeschaut, das lohnt sich noch nicht. Also das schon wieder ausmisten, dann haue ich bloß das gute Stroh weg. So viel ist es nicht, die Schweine sind eh relativ sauber. Und bei den Hühnern hinten, ja, da habe ich den Gang ein wenig rausgekratzt und dann ist auch wieder soweit gut. Also alles prima. Hier hinten war eigentlich der schlimmere Stall. Inklusive Mistmatratzen und dem, was drauf war, waren es jetzt zwei Lohen, die ich verfahren habe. Alles weg. Und ja, mein Heuballen habe ich rein. Und falls mir überhaupt was erkennt hier drin. Ja, das war der Rundballen. Vorhin war er so schön kompakt, aber ich kriege den ja, wie gesagt, nicht durch die Tür. Ich lobe mir meine kleinen HD-Ballen, da habe ich 4 Stück mit drauf, Stroh. Also die lobe ich mir, gibt nichts Besseres. Klar, jetzt wird es andere Leute geben, die werden sagen, na, du spinnst doch, HD-Ballen machen auf der Arbeit, habt ihr schon recht. Aber ich habe, wie gesagt, keinen modernen Stall, ich komme hier nicht mit dem Radlader rein, beziehungsweise ich habe nicht die Möglichkeit, irgendwie durchs Fenster oder so den Stall umzubauen, dass man hier überhaupt mit einer Maschine reinkäme. Also kannst du den gleich komplett wegreißen.
Also vor Stallneubau brauchen wir hier gar nicht reden. So viel Geld ist mit der Landwirtschaft bei uns nicht verdient, dass ich sage, baue ich mal schnell neu, dass ich mit Radlader reinfahren kann, vergesst es. Ja, mit den kleinen Ballen, das funktioniert normalerweise hervorragend. Und die Rundballen, das ist eine Ausnahme bei mir. Klar, einfacher zu handeln sind sie normal, weil du sie maschinell normal überall hinbringst. Aber bei mir ist es halt definitiv so, ich habe die kleinen HD-Ballen hier rein durch die engen Türen. Deckenhöhe, wie man sieht, ich bin 1,93, also Kopf einziehen ist angesagt, sonst rennt man sich hier die Platten an. Das ist halt früher mal Hühnerstall gewesen, war nie als Pferdestall gedacht. Naja, gut, jetzt sind Pferde drin. Waren damals erst die Ziegen, dann waren es die Esel und jetzt die Pferde mit dazu. Ja, so ist es halt, ne? Aber ich sage, es funktioniert auch so. Ein bisschen Sauerei hat das Ding gemacht. Es war halt doch heuer von dem Schnitt relativ trocken, das Zeug. Recht zerfallen und staubig. Ja, ist so. Die freuen sich auf alle Fälle. Die haben einen frischen Stall, die haben frisches Wasser, frisches Futter. Stroh habe ich jetzt, wie gesagt, hier vorne deponiert, weil da innen kein Platz mehr war. Also das Ding, das, wenn du auseinander nimmst, ne? Puh, da kommt einiges zusammen. Ja, also mengentechnisch dürften das ja eigentlich bei 450 Kilo, naja, rund 40, 42 Ballen gewesen sein, HD-Ballen bei mir. Und damit ist normal mein Lager voll und ich meine, das deckt sich. Ich habe einen Großteil jetzt auch in den Stall schon reingeräumt und über den Zaun das Ganze, was hier draußen lose lag. Also alles, was da noch so lag, kam in den Stall. Und dann passt die Sache. Gut, ja, IHC, wie gesagt, habe ich aufgeräumt, Radlader habe ich aufgeräumt. Und dann ist hier hinten Feierabend. Und der Stall ist fertig. Ja, das ist das lose Zeug, was hier draußen lag. Das habe ich Ihnen dahin. Da können Sie auch noch ein wenig dran rumknapsen. Dann haben Sie noch was davon. Durch das nasse Zeug tue ich jetzt nicht mit Ihnen rein auf den Haufen. Muss nicht sein. Aber so geht es doch auch. Ja, im Hintergrund hört man den Kompressor gerade laufen. Ich lasse einmal unten den Kompressor wieder die zwei Tanks füllen, dass das einmal wieder gemacht ist. Muss man immer machen, wenn es einigermaßen schön ist, dass man ein wenig Strom produzieren mit der Solaranlage oder Photovoltaikanlage. Ja, passt schon. Ist nicht das Optimum, aber dann läuft er wenigstens, sage ich einmal, nicht ganz aus der Steckdose raus. Oder was heißt, klar, den Strom, den beziehen wir, aber wir verkaufen in dem Moment ja auch, wenn wir hier produzieren. Und dann ist das wieder so relativ rentabel, könnte man sagen. Ein bisschen was damit ist verdient mit der Anlage und ein bisschen was kriegt man. Pumpt man immer auf. Und wenn der voll ist, dann ist auch wieder gut. Schauen wir mal, vielleicht mal dann noch am Kramer wegen weiter. Ich habe gestern dann abgebrochen. Ich habe vorne die Scheinwerfer ja noch angeklemmt und die Hube vorne angeklemmt. Und jetzt geht es hinten ans Armaturenbrett auf dem Sicherungskasten. Da habe ich gedacht, vielleicht hilft mir mein Vater da ein wenig. Aber da hat er keine Lust dazu gehabt gestern Abend. Und ja, heute ist er mit einem Bekannten im Wald. Die machen Holz. Also wegen Reisig ausschneiden, vorne an und zeig. Und wir kriegen das Haufen Reisigzeug für Hackschnitzel. Tja, nun gut, dann geht es da jetzt wieder nicht weiter, muss ich halt wieder selber gucken. Ich wäre natürlich mitgegangen nochmal und hätte das Holz auch mitgemacht, aber ja, ich habe hier im Stall zu tun gehabt und man kann nicht auf zwei Baustellen auf einmal arbeiten, das geht nicht. Und so viel haben sie gesagt, ist es dann auch wieder nicht. Also läuft das auch so. Gut. Nun ist schon wieder Donnerstag. Ja, Donnerstagmorgen. Aktuell gerade kurz vor 9. Ich habe gestern ein wenig Spätschicht gemacht. Ja, vielleicht der ein oder andere hat es gesehen. Ich habe ein Live-Video oder einen Livestream auf Instagram gehabt und vorher habe ich im Discord ein wenig gewartet gehabt mit den Leuten. Ja, ich habe hier unten gestern weitergemacht und habe ordentlich was geschafft. Ja, oder was heißt ordentlich? Ich zeige euch einfach mal, was wir gemacht haben. So schaut das aktuelle Projekt hier aus. Ich habe links und rechts wieder meine Standlichter. Ich habe links und rechts meine Blinker vorn. Hier vorne ist der Lampenträger drauf.
Die Hupe ist montiert. Die ersten Kabel hier drinnen laufen. Ja, Lichtmaschine ist offen, die hat nicht geladen. Ja, Armaturenträger, so schaut es da aktuell aus, mein Kabelsalat. Das da, das ist alles das Gedöns vom Warnblinkschalter. Und dann kommt ja da unten noch der Blinker rein. Au weh, das wird voll. Ja, so schaut es hier aktuell aus. Dann hier, wie gesagt, ich habe die Kotflügel drauf gebaut und die unteren Überrollbügelstreben. Hinten die Rückleuchten sind drauf, einmal und zweimal. Alles noch nicht verkabelt, das kommt erst noch. Die Rückstrahler habe ich gestern noch montiert. Die sieht man hier. Ja, das ist wie gesagt mein aktueller Stand am KA15. So schaut es hier unten jetzt momentan aus. Ja, ich will einfach fertig werden. Irgendwann muss das Projekt einmal ein Ende finden. Am liebsten wäre es mir natürlich an Weihnachten den Bulldog zu fahren. Aber vom Kühler weiß ich leider aktuell noch nichts. Der ist immer noch bei der Reparatur. Aber ich denke, das wird auch noch. Jetzt habe ich halt gedacht, die machen wir mit der Elektrik einfach weiter. Und bislang hat es ganz gut funktioniert. Ich kann ja hier mal eine kurze Vorführung machen. Ich stelle euch mal vor dem Schlepper ab. Standlicht, Ablendlicht. Das Ganze geht auch nicht herausgezogen mit dem Zündschlüssel, so wie das muss. Schaltet schön durch und wir haben eine Hupe. Die drücke ich jetzt bloß nicht dauerhaft. Wie gesagt, ich habe da gestern ein bisschen weitergebaut. Ich habe mir auch schon hergestellt den Überrollbügel. Der steht hier drüben. Der muss da noch drauf, aber entweder ich brauche den Kran, das müsste ich in der anderen Halle drüben machen. Oder ich bräuchte zwei Personen, die das Ding halten. Weil der muss ja da oben drauf, wo jetzt die Schrauben aktuell drin stecken. Die sind ja bloß lose reingeschraubt, die kann ich ja hier bewegen. Und da muss der drauf und gescheit verspannt werden. Bloß alleine geht es nicht. Das Ding da, das hat knapp 25 Kilo. Und den hochhalten und auf den Punkt absetzen und dann die Schrauben einfädeln, ohne dass es runterkracht. Naja, ich glaube, da muss ich nichts weiter dazu sagen. Ne? Ja, so sieht es hier unten jedenfalls aktuell aus. Ich habe das Ganze leider nicht gefilmt. Wie gesagt, ich habe gestern im Discord gequatscht gehabt und habe hier Teile angebaut. Und habe anschließend einen Livestream gemacht. Ja, wie gesagt, ich hätte was filmen können, aber ehrlich gesagt, keine Lust gehabt. Und ich wollte fertig werden und dann ständig mit der Kamera noch rumhantieren. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal das fertige Produkt, was ich jetzt gemacht habe. Weil ich gestern auch im Livestream gefragt worden bin, wann ich die Heckhydraulika anbaue. Also quasi die ganzen Hubstreben, das Hubwerk unten. Das kommt erst noch, wenn dann die Elektrik definitiv mal drin ist. Wenn ich die Trittbleche und das drin habe. Weil die, wenn ich jetzt vorher montiere, die ist mir hier hinten dann im Weg. Weil ich muss die Anhängersteckdose noch machen. Und die sitzt ja mal hier dann unter dem Trittblech. Und wenn ich jetzt das schon alles noch baue, dann komme ich da zum Verkabeln ganz bescheiden hin. Deswegen habe ich mir gedacht, die baue ich ganz am Schluss ein, das langt. Und dann geht es auch. Ja. Aber so wie gesagt, der aktuelle Stand. Es wird langsam. Es entsteht ein Schlepper. Ja, gut. Mehr gibt es da dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Das wird es dann für dieses Video auch gewesen sein. Ich habe heute noch irgendwas anderes zu erledigen. Mal wieder durch die ganze Stelle durchgehen. Das filme ich aber jetzt nicht, sonst wird das Video zu lang. Könnte ich höchstens dann ins nächste Video mit reinpacken. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ein wunderschönes Wochenende an alle. Genießt die freie Zeit. Ich sage auch schon mal schöne Weihnachten. Gute Frage, wie machen wir denn das da? Ich würde sagen, am ersten Weihnachtsfeiertag kommt ganz normal das Video. Das ist ja der Dienstag. Mache ich ganz normal meinen Dienstagsvlog. Und ja, das sehen wir weiter. Gut, also dann wünsche ich schon mal schöne Weihnachten. Genießt die Zeit mit der Familie. Und bis nächste Woche. Servus Leute.